Hallo und herzlich willkommen zu 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD. In Deutschland gehen die Werkstore zu. Ein Viertel aller Unternehmen denkt mittlerweile darüber nach, im Ausland zu investieren. Und viele haben schon die Koffer gepackt. Wir sind mittendrin in der Rezession. Seit mittlerweile 2 Quartalen gibt es kein Wirtschaftswachstum mehr im einstigen Wirtschaftswunderland. Grund dafür sind die Inflation, horrende Energiepreise, mangelnde Versorgungssicherheit und die stetig wachsende Bürokratie. Die Ampelregierung, die es in solchen Zeiten für geboten hält, Strom und Gas weiter zu verknappen, durch den Kernkraftausstieg und die unnütze Sanktionspolitik, kommt zusehends in Erklärungsnot. Denn Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als pauschale Rechtfertigung für alles, was in Deutschland schiefläuft, wird immer weniger glaubhaft. Statt endlich auf die fulminante Krise zu reagieren, wird weiterhin nur von einem schwadroniert. Die Klimakrise. Klimakrise. Klimakrise für eine klimagerechte Zukunft. Klimaschutz. Klimaziele. Klimakrise. Selbst der Bundeskanzler glaubt immer noch, dass wir eine Phase guten Wachstums in unserem Land haben und Wohlstand für alle. Mittlerweile glaubt aber nicht einmal mehr der eigene Koalitionspartner, die FDP, an dieses Märchen. Der schwer angeschlagene Vetternwirtschaftsminister Robert Habeck hat auch keine Idee, wie man das Schiff vom Kentern bewahrt. Und so belässt er, statt den Standort Deutschland endlich wieder für die Wirtschaft attraktiv zu machen, es bei seinem Plan, den Bürgern die Heizung wegzunehmen. Und auch seine neueste Idee, quasi als Heiz-Stasi Wärmedaten von Immobilienbesitzern abzugreifen, trifft auf Kopfschütteln. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die Ampelregierung den Sommer übersteht. Schade wäre es nicht darum, denn je länger die Grünen in Deutschland am Drücker sind, umso größer und irreparabler wird der Schaden, den sie auf allen Gebieten anrichten. Über die Chaostage bei der Ampel sprechen wir jetzt mit Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD und Fraktionschef im Bundestag. Früher sprachen wir mal gerne von Chaostagen in einer Bundesregierung. Mittlerweile sind es aber nicht bei mir Chaoswochen, sondern mittlerweile sind es tatsächlich bei der Ampel Chaosmonate. AfD-Chef Tino Chrupalla, ist diese Regierung überhaupt noch handlungsfähig? Ja, sie handelt nur noch im eigenen Interesse. Streit dominiert diese sogenannte Ampel. Also es ist wirklich eine Regierung, die man sich hätte nicht schlimmer vorstellen können. Bei denen steht eigentlich immer nur die Zeichen auf Rot, wenn es um Bewegung und um Fortschritt geht. Ja, und der Bürger ist mittlerweile völlig ahnungslos, was hier überhaupt noch geschieht. Niemand kann mehr überhaupt planen, hat eine gewisse Sicherheit, was als nächstes kommt, welcher Schock als nächstes kommt. Und kaum ist mal ein Gesetz, was sowieso schon schlecht vorbereitet war, wieder vom Tisch, kommt der nächste Aufschrei, kommt der nächste wirklich undurchdachte Gesetzentwurf. Also diese Regierung treibt die Bürger, treibt den Mittelstand, treibt die Industrie in den Wahnsinn. Im Mittelpunkt steht ja der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Absturz begann bereits vor einem Dreivierteljahr mit der Gasumlage, wo das Gas noch teurer gemacht werden sollte. Seitdem eine Pleite nach der nächsten Pleite. Die letzte war das Gebäudeenergiegesetz. Doch es geht weiter. Da ist ein Wärmeplanungsgesetz in der Mache. Tino Chrupalla, was soll das werden? Ja, das ist von Robert Habeck und der Bauministerin Clara Geiwitz geplante Wärmegesetz ist ein wirklich bürokratischer und planwirtschaftlicher Albtraum. Und es ist in der Tat so, man setzt noch gern eins drauf. Hier will man den Energieverbrauch und das Heizungsverhalten Haus für Haus erfassen lassen und bürdet so den Bürgern und auch den Kommunen monströse bürokratische Lasten zu. Also das ist wirklich der Einstieg in die totale Überwachung und Gängelung der Bürger bis in die letzten Winkel ihrer Wohnungen hinein. Also wirklich unfassbar, was hier mittlerweile passiert. Mit der Brechstange, mit dieser Ideologie wird und will hier Habeck versuchen, den Bürgern ihre freiheits- und wirtschaftsfeindliche Ideologie wirklich aufzuzwingen. Autoritärer Klimazwang kann man dazu nur sagen. Nochmal ganz praktisch, das heißt, wir rennen dann mit dem Wärmeplanungsgesetz, rennen wir dann durch unsere Wohnung, messen alle Räume die Temperatur und müssen die dann dem Hausverwalter melden und der meldet die wiederum dem Bundeswirtschaft, Bundesbau, Bundesklimaministerium. Was soll das werden? Ja, im Endeffekt will man natürlich den Energieverbrauch zuweisen oder beziehungsweise so regulieren, dass man dann sagt, derjenige hat keine Maßnahmen ergriffen, muss diese Maßnahmen ergreifen, ansonsten bezahlt er mehr für die Energiepreise. Also das ist wahrscheinlich genauso geplant. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was hier in diesem Land passiert ist. Dieser Minister ist komplett untragbar. Er muss eigentlich weg. Er muss zurücktreten. Hier muss der Kanzler einschreiten. Man fragt sich wirklich, ob er hier mit diesen Gesetzesvorhaben eins nach dem anderen noch vor seinem Abgang als grüner Märtyrer sich inszenieren möchte. Das erscheint mir so, weil mittlerweile versteht niemand mehr, was das eigentlich noch mit Umweltschutz in irgendeiner Weise zu tun hat. Spannend ist ja wirklich in dieser veritablen Regierungskrise, dass man von einem nicht viel oder eigentlich gar nichts hört. Welche Rolle
spielt denn eigentlich Bundeskanzler Scholz? Sie hatten ihn ja gerade eben schon angesprochen. Ja, das ist eigentlich genau diese Kernaufgabe, die ein Bundeskanzler hat, wenn die Ministerien hier im Prinzip über die Stränge schlagen oder hier die Wirtschaft gefährden. Wir haben heute die aktuellen Daten, dass die Wirtschaft in die Rezession geschlittert ist, dass wir mittlerweile das zweite Quartal mit Minus abschließen. Das zeigt ja im Prinzip die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft, im Mittelstand. Und hier ist der Bundeskanzler gefragt. Hier gehört seine Kernkompetenz dahingehend, dass er hier seine Minister zurückpfeift oder zumindest Finanzminister und auch Wirtschaftsminister endlich sich an einen Tisch gesetzt gehören, um dieses Problem zu lösen und endlich tragfähige Konzepte beziehungsweise dem Bürger, so muss man es ja sagen, ist ja auch unsere Forderung, und auch die Wirtschaft in Ruhe zu lassen. Wir brauchen diese Gängelung nicht, wir brauchen diese Gesetze überhaupt nicht. Lass die Wirtschaft in Ruhe, zur Ruhe kommen, die sollen sich darum kümmern, dass die Inflation zurückgeht. Das wären Maßnahmen, die die Wirtschaft jetzt bräuchte, die natürlich auch von der Regierung kommen muss. Wir brauchen kostengünstige Energie, ein großes Angebot, also Kernenergie, Gas, auch weiterhin aus Russland. Das muss eigentlich jetzt die Hauptaufgabe dieser Regierung sein. Weiterer Punkt in diesem ganzen Regierungsdurcheinander, in diesem Chaos, ist ja die Deckelung des Preises für Industriestrom. Sie hatten es gerade angesprochen, Planungssicherheit gerade für mittelständische Unternehmen. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck will den Preis pro Kilowattstunde auf 6 Cent festschreiben. Nur ausgerechnet die FDP, die Liberalen, die Wirtschaftspartei, halten dagegen. Weiß man bei den Liberalen überhaupt noch, wofür sie eigentlich so stehen? Ja gut, die FDP ist in diesem ganzen Konstrukt dieser Regierung sowieso überflüssig. Sie macht ja am Ende sowieso alles mit, was SPD und Grüne vorgeben. Also von daher, von Wirtschaftspartei zu sprechen, das habe ich ja schon immer betont, kann man bei der FDP noch lange nicht. Sie geht mit jedem ins Bett, um sich dort, Hauptsache man ist an den Futtertrögen der Macht. Was den Energiepreis oder den Strompreis für die Industrie angeht, das sind alles natürlich auch marktwirtschaftliche Eingriffe, Deckelungen etc., die noch nie was bewirkt haben. Das muss man schon sagen. Der Markt muss nicht reguliert werden. Hier kann man sagen, wenn es genügend Angebot gäbe, und da kommen wir wieder zurück, ein breiter Energiemix in Deutschland braucht es. Wir schaffen es nicht nur durch Wind und Photovoltaik. Wir brauchen einen breiten Energiemix aus Kernkraft, aus Gas, aus Öl, auch weiterhin, weil das sind alles Übergangstechnologien, die wir benötigen. Dann bräuchte man keine Deckelung, dann muss man nicht eingreifen, weil so kommen wir immer mehr in die Planwirtschaft, in den Sozialismus. Vielen Dank, Thilo Chrupalla, Bundessprecher und Co-Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Das Klimaabkommen von Paris, vor 8 Jahren als großer Wurf gefeiert, hat sich schon längst als Papiertiger entpuppt. Denn kaum eine Nation, die es unterzeichnet hat, räumt den Zielen eine so große Bedeutung ein, dass man alles andere dafür vernachlässigen könnte. Wirtschaftswachstum, Energiesicherheit, Bekämpfung der Inflation und Erhalt des Wohlstandes stehen für die Länder im Vordergrund. China zum Beispiel will 168 neue Kohlekraftwerke bauen und auch die USA oder Indien denken gar nicht an eine radikale Reduktion des CO2-Ausstoßes. Nur Deutschland unterwirft sich sklavisch den Pariser Klimazielen und treibt damit die eigene Wirtschaft außer Landes. Damit muss Schluss sein, fordert die AfD-Fraktion im Bundestag. Deshalb wurde ein Moratorium des Abkommens gefordert. Dazu jetzt der Bundestagsabgeordnete Dr. Rainer Kraft im Interview. Dr. Rainer Kraft, nachhaltigkeitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, 8 Jahre lang Pariser Abkommen über die Begrenzung der CO2-Ausstöße in Europa. Was hat es gebracht? Also erstens Begrenzung der CO2 weltweit. Was hat es gebracht? Deutschland oder die Regierungen Deutschlands führen Deutschland dazu, dass wir einen Opfergang nach dem anderen machen, dass der Wohlstand und die Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden aufgrund unserer Politiken. Und die Frage ist, wer folgt uns auf diesem Weg? Und auch die Frage muss gestellt werden, geht es de facto um die CO2-Reduktion bei uns? Nehmen wir als aktuelles Beispiel das Abschalten der 3 verbliebenen Kernkraftwerke, das nach Berechnungen ungefähr 15 Millionen Tonnen CO2 extra bedeutet, weil Kohle weiterläuft. Also wie ernst meint es diese Regierung damit? Meint es diese Regierung wirklich, dass man CO2 reduzieren will? Oder arbeitet die Regierung nur darauf hin, dafür, dass man die Weltführerschaft beim Automobil vernichtet, damit ein anderes Land davon profitiert, dass unsere energieintensive Industrie abwandert? Welche Länder profitieren davon? Dass wir unsere eigene Kohle nicht verstromen, dafür aber fremdes Gas kaufen, sei es von Russland, die sie jetzt rausgeschossen haben, oder sei es von den USA. Aber ist das alles in unserem Interesse? Also die Frage ist, wer steht hinter diesen Politiken, denen sich Deutschland hier so bereitwillig unterwirft und dem die deutsche Regierung so bereitwillig den Wohlstand und das Vermögen der Deutschen opfert? Wenn man sich das jetzt mal genau anguckt, Deutschland hat den CO2-Ausstoß minimiert, während aber 3 andere Staaten exorbitant mehr CO2 emittieren, mehr fossile Energieträger verbrauchen. China, Indien, USA.
Die lachen sich doch kaputt über uns, was wir hier machen. Also minimiert haben wir noch gar nichts. Wir haben ihn reduziert gegenüber 1990, weil es das Stichdatum her ist. Und die größte Einsparung verdanken wir auch der Abschaltung der sehr, sehr ineffizienten DDR-Industrien, den ineffizienten DDR-Kraftwerken. Das war in der Geschichte der wiedervereinigten Bundesrepublik das größte Einsparpotenzial. In der Vergangenheit, in den letzten 12 Monaten, haben wir einen gegenläufigen Trend. Wir emittieren es tatsächlich wieder mehr CO2, was eben an dem Abschalten der Kernkraftwerke liegt. Das ist der Sinn des Antrags, den die AfD stellt. Ja? Die Frage, wie ernst meinen es diese anderen Länder? Wie sehr können wir uns darauf verlassen, dass sie zu ihrer Unterschrift von Paris stehen, dass sie zu ihrem Commitment stehen, dass sie ebenfalls eine CO2-Reduktion vornehmen werden, mit Einsparungen am Wohlstand, mit Einsparungen beim Lebensstandard ihrer eigenen Bevölkerung, wie uns das unsere eigene Bundesregierung auferlegt. Und da müssen wir natürlich sagen, aufgrund der offiziellen Verlautbarungen von Präsident Xi Jinping, Präsident Biden und Präsident Modi, dass diese Nationen nicht daran denken, ihren Bevölkerungen, die im Fall von Indien und China zu Entwicklungs- und Schwellenländern gehören, die eigentlich eine Entwicklung haben wollen, die wollen ihre Bevölkerung an unseren Lebensstandard heranführen. Die wollen nicht mit einem niedrigen CO2-Budget rumlaufen, wie ein Großteil der Entwicklungsschwellenländer, die es jetzt gerade tut. Das ist überhaupt nicht im Interesse dieser Nation. Und wenn diese Nationen aber mit ihrem sehr, sehr großen CO2-Output das nicht ernst meinen, dann ist alles, was wir hier tun, umsonst und das ganze Geld ist verschwendet. Die AfD votiert jetzt dafür, dass man das Pariser Abkommen einfach mal pausieren lassen sollte, bis dann die anderen Staaten vielleicht doch mal klar signalisieren, sie machen mit. Ist das richtig verstanden? Das ist richtig verstanden. Das ist ehrlich auch mein Angebot an die anderen Fraktionen und Parteien. Eigentlich wollen wir es ja abschaffen. Okay, aber das ist eine radikale Forderung. Da machen vielleicht andere Parteien und Fraktionen nicht mit. Aber vielleicht, wenn wir sagen, lass uns das mal pausieren und zu schauen, wann denn die anderen Nationen es uns gleich tun, wann sie anfangen aufzuholen. Dann ist das, glaube ich, ein Angebot, dem sich auch die anderen Fraktionen und Parteien im Bundestag anschließen könnten. Vielen Dank, Dr. Rainer Kraft, nachhaltigkeitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Wied. Die 15 Hausdurchsuchungen, die heute Morgen stattgefunden haben, haben alle Unterstützer der letzten Generation hart getroffen. Sie machen uns Angst. Aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren. Und deshalb waren die Mitglieder der letzten Generation auch am selben Nachmittag schon wieder auf den Berliner Straßen unterwegs und haben Berufspendler drangsaliert. Mit der Razzia gegen den Verein, der neben beachtlichen Spendengeldern über verschlungene Pfade auch immer wieder an öffentliche Mittel gelangt, haben ausgerechnet das bayerische LKA und die Münchner Generalstaatsanwaltschaft den Klimaklebern die Wacht angesagt. Dass man in Berlin nicht selbst darauf kommt, entschlossener gegen die letzte Generation vorzugehen, ist schon bezeichnend. Darüber sprechen wir jetzt mit dem stellvertretenden Bundessprecher der AfD, Stefan Brandner. Stefan Brandner, Vizevorsitzender der AfD. Vor 2 Wochen haben wir hier bei 7 Tage Deutschland noch drüber gesprochen. Die letzte Generation ist eine kriminelle Vereinigung. Da wurden Sie auch dennoch angegangen. Das sei alles gar nicht so. Seit dieser Woche wissen wir, die letzte Generation ist wohl doch eine kriminelle Vereinigung. Ja, schönen guten Tag an Sie. 2 Wochen ist das schon her. Also da war die Alternative für Deutschland mal wieder der Zeit voraus. Wir haben diese Vereinigung, diese Organisation ja schon länger auf dem Kieker, wir als AfD, und hatten tatsächlich vor 2, 3 Sitzungswochen einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, diese Vereinigung zu verbieten, als Verein nach Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz zu verbieten, weil Vereine, die es darauf anlegen, Straftaten zu begehen, in Deutschland verboten sind. Wir haben auf den Akt des Bundesinnenministeriums gewartet, da ist nichts passiert, aber jetzt geht's ja offenbar voran. Das Irre ist ja, dass es München war. Die Generalstaatsanwaltschaft in München, also in Bayern, ticken die juristischen Uhren dann doch offensichtlich noch richtig. Ja, in Bayern haben sich ja die Klimakleber oder Klimaterroristen oder Klimakriminellen nicht so richtig getraut, weil das bayerische Polizeirecht die Möglichkeit des sogenannten Unterbindungsgewahrsams vorsieht. Langes Wort, was heißt das? Das ist keine Strafe, wenn ich eingesperrt werde, aber die Polizei kann sozusagen präventiv Leute für einen gewissen Zeitraum einsperren. Ist rechtsstaatlich bedenklich, sag ich mal, aber das hat in der Klimakleberphase geholfen, weil die Klimakleber Angst davor hatten. Und jetzt hat ja der Herr Söder, wir kennen ihn ja alle, der hat ja ein Gespür für Populismus pur und hat natürlich jetzt hier seine Staatsanwälte in die Spur geschickt und will den harten Mann markieren. Man muss wissen, demnächst sind Landtagswahlen in Bayern. Aber Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hat das ja jetzt auch begrüßt, dass die Generalstaatsanwaltschaft aus München unter anderem schwerpunktmäßig in Berlin die Hausdurchsuchung gemacht hat. Da hat sich ja Nancy Faeser auch im Kreis gedreht. Ja, was soll sie auch machen? Also sie kann ja schlecht jetzt dem bayerischen Ministerpräsidenten auf offener Bühne widersprechen. Aber Nancy Faeser hat natürlich monatelang gepennt. Sie hätte es ja selber machen können. Sie hat gedacht, das aussitzen zu können. Wahrscheinlich hat sie auch noch Sympathien für diese Irren, die sich da festkleben. Und die kleben sich ja nur fest. Die beschmutzen oder verunstalten Kunstwerke. Wir kennen das ja alles. Machen Aktionen, die lebensbedrohlich sind für andere Menschen, weil Rettungswagen nicht mehr durchkommen und solche Geschichten. Also Faeser dachte wahrscheinlich, das wird schon irgendwie. Jetzt hat sie wahrscheinlich
der Aktionismus in Bayern, der im Ende gut ist, aber durchschaubar umgestimmt. Dazu muss man sagen, Nancy Faeser ist nebenbei auch noch Spitzenkandidatin bei der Hessenwahl, die ja gleichzeitig mit der Landtagswahl in Bayern stattfindet. Und Nancy Faeser kriegt wahrscheinlich auch mit, dass bei ihr in Hessen die Leute etwas anders über Klimakleber denken, wenn die dann das Frankfurter Kreuz mit Sitzblockaden dicht machen. Das kann natürlich ein Grund sein, genau. Das haben sie gut herausgearbeitet. Also auch das haben wir schon problematisiert, dass Frau Faeser ja nicht ganz unproblematisch ist. Ne? Die hat sich über ein Jahr lang ihren Twitter-Account vom Bundesinnenministerium betreuen lassen. Dann hat sie auf sich selber wieder übertragen, macht jetzt mit dem Twitter-Account, der deutlich mehr Follower hat als vorher, also auf Staatskosten gepäppelt wurde, macht damit jetzt Wahlkampf. Macht Wahlkampf überhaupt in Hessen, ist im Nebenjob. Bundesinnenministerin tritt da eigentlich nur im Krampf gegen rechts hervor. Aber das kann schon sein. Das ist ein guter Ansatz, das so zu erklären, warum sie dann doch zustimmt, weil wahrscheinlich auch in Hessen die Mehrheit der Bürger, wie ja auch bundesweit, gegen diesen Klimairrsinn sind. Übrigens auch ein Aspekt, den ich sehr erstaunlich fand. Zwei konnten mit 1,4 Millionen Euro an Spenden, was die Klimakleber da hatten. Das ist auch schon ziemlich irre. Ja, da wundert man sich sehr, wo das Geld herkommt. Also ich vermute mal, dass das nicht nur Kleinspenden sind von irgendwelchen möglicherweise ideell denkenden Menschen, sondern da stecken ja meistens Millionäre, Milliardäre dahinter, die ihre ganz eigene Agenda in Deutschland verfolgen und mit der uns eingeredeten Klimakrise Geld verdienen wollen. Ich vermute mal, dass der ein oder andere Geldstrom da wahrscheinlich dann demnächst offen zutage tritt. In Berlin wird es weitergehen mit den letzten Generationen. Ich habe die gerade gestern als Reporter hier in Berlin noch getroffen. Die sind da felsenfest und überzeugt, wir kleben weiter. Aus Sicht der AfD, wie sollte man da jetzt vorgehen? Also, dass die davon felsenfest überzeugt sind, das bestätigt uns in der Auffassung, dass es also knallharte Ideologen sind. Also Ideologie geprägt, Ideologie durchdrungen von diesem Klimawahnsinn, der denen jahrelang eingeredet wurde. Das sind also Menschen, sage ich mal, die weniger ins Gefängnis als mehr zum Psychologen gehören. Also man muss wirklich da in die Köpfe rein und sagen, Leute, was euch da eingetrichtert wurde, was ihr auch noch glaubt, das ist falsch. Also setzt euch mal zumindest damit kritisch auseinander, aber das geht ja bei Ideologen nicht. Was kann man dagegen machen? Ja, mehr Bildung eigentlich, ne? Denn wenn man mehr gebildet ist, kommt man nicht auf so einen Unsinn. Und mit der Bildung hapert es ja in Deutschland. Also klar ist das Strafrecht hier ein scharfes Schwert, das darf natürlich auch nicht unbeachtet bleiben, muss passieren, wenn es eine kriminelle Vereinigung ist. Ich bin froh, dass die Altparteien langsam auf das, was wir als AfD schon lange sagen, dass sie dem langsam zustimmen. Aber eigentlich ist Bildung das Thema. Und wenn man gebildete Jugendliche hat, dann machen die auch nicht so Quatsch. Vielen Dank, Stefan Brandner, Vize-AfD-Bundessprecher, zu den Klimaklebern der letzten Generation und was geschehen muss, damit die Straßen endlich wieder frei sind. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Das war 7 Tage Deutschland, der Podcast der AfD. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein sonniges, verlängertes Pfingstwochenende. Sollten Sie verreisen, dann wünschen wir Ihnen auch eine blockadefreie Fahrt. Und wenn Sie mögen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder.